One Fight. Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem weiteren Versus der Installationssangen. Erstmalig in 4K. In the blue corner from Milwaukee, USA. Die Kombinationszange für Elektriker. Und in the right corner from Knipex, Germany. Die Elektroinstallationszange. Beide um die 45 Euro. Die hier hat jetzt keinen Clips oder Öse für einen Fallschutz. Aber wenn die den hätte, würde die 45 Euro kosten. So wie die Roundabout. Und dann kommen wir schon zum Gewicht. Und zwar sollte die so 280 Gramm haben. Die sollte 280 Gramm haben. Die sollte 290 haben. Hat aber 295. Und die hier sollte 280 Gramm haben, hat aber 275. Also die hier ist 5 Gramm leichter als angegeben und die hier ist 5 Gramm schwerer als angegeben. Das heißt, Preis und Gewicht sind ungefähr gleich. Ja, 20 Gramm, gut, das sind fast 10%, könnte man sagen, ist die hier leichter. Dann schauen wir mal die Abmaße an. Der Griff von der Milwaukee-Zange, der ist ein bisschen länger, dafür ist bei der Knipex-Zange das Zangenstück ein bisschen länger. Beide kann man einhand bedienen und aushängen und wenn die aufgehen, sieht man, ohoho, die Knipex-Zange öffnet wesentlich weiter und die hat noch ein Gimmick und zwar kann die einen Kurzhub und einen Langhub machen. Gerade wenn man im Installationsschrank unterwegs ist, ist der kurze Hub hier von Vorteil. Also leichter Pluspunkt hier. Die Milwaukee-Zange, die hat sehr angenehme Griffe. Sind auch schön weich und mit Öse. Und man kann eben hier aushängen. Und dann hat die hier zwei Bohrungen. Da steht oben für Nummer 6 und Nummer 8 Schrauben. Also amerikanisches Maß 6. 32 Zoll und 8 32 Zoll. Ja, das ist ungefähr so M3 und M4. Kann man entweder Schrauben damit abknipsen oder Schlaufen biegen. Loops machen. Und dann kann die noch Solid Wires von WireGauge 8, 10, 12, 14, 16 bis 18 und die Litzen Wires von 10, 12, 14, 16, 19, 20. Außerdem hat die außen diese trainierten Zangenseiten, wo hier sogar ein Riffel oben ist. Und vorne ist die spitz und auch relativ schlank mit auch ein bisschen schärferen Kanten. Das dient dazu, die Dose durchzuboxen und dann innen gleich zu entgraden. Wobei muss ich sagen, die Seite ist ein wenig runder, ein bisschen angefasst. Und die Jungs von Milwaukee und Mädels sagen, ja, also das ist auch dafür gemacht, dass man solche Leerrohre aufbiegen kann und so. Kann man hierzu auch verwenden. Also schon mal gar nicht so schlecht. Beide Zangen haben 6 Funktionen in einem Werkzeug. Und das ist bei beiden halt hier unten der Kabelschneider, wobei hier bis Durchmesser 15 mm, glaube ich, in Kupfer man schneiden kann. Und hier bei dem nicht ganz so weit. Also das ist schon ein Stückchen mehr. Dann kann ich hier abisolieren 0,7 bis 1,5 Quadrat und 2,5 Quadrat. Das sieht man schon, dass man hier bei der Milwaukee-Zange ja ein bisschen besser aufgestellt. Da kann man mehrere Durchmesser machen. Und die ist halt wirklich so für Hausinstallationen, für die gängigen Querschnitte gut geeignet. Und sie hat, und das hat die nicht, einen Grimpzahn, wo man von 0,5 bis 2,5 mm Grimps machen kann. Die hat vorne ein schön Schliffbild, schön gerändelt und eine flache Seite. Sieht man hier, da kann man einzelne Strippen ziehen und unten hat so ein Brennerloch und die ist hier ein Stückchen scharfkantiger, auch zu dem Zweck, dass man in der Dose durchboxen kann und dann abisoliert, entgradet. Ja, mal abisolieren kann man mit der Zange auch in der Dose. Ist schön verzinkt und man kann auch bis 1000 Volt schrauben. Wie gesagt, die gibt es auch in einer Variante mit Schlaufe. Sind ungefähr in dem Preisbereich von der Milwaukee. Nichts riskieren, abonnieren, um keine der tollen
4K-Vergleichsvideos, Comparisons, sagen die Amis, mehr zu verpassen. Ich denke, ich habe alles gesagt. Mit beiden kann man biegen, entgraten, greifen, Flach- und Rundstahl. Ja. Man kann abisolieren, mit einer kann man sogar krimpen. Hier kann man ein paar mehr Querschnitte, hier kann man gezielt massive Kabel und Litzenkabel. Preis-Leistung gleich. Hier ein bisschen schwerer, hier ein bisschen leichter, sage ich immer, wenn man den ganzen Tag damit arbeitet. Viel Knopf drin, beides tolle Zangen. In dem Fall würde ich sagen, ja, für mich ist der Gewinner, auch wenn die Milwaukee ein paar mehr Funktionen hat, doch dann die von Kniebex. Hoff, ihr lasst mal ein Like da und schaut mal wieder vorbei. Bis bald! Round 2, fight!